Hallo, liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir das nächste Adventstürchen öffnen. Das müssen wir erstmal die Tasten mappen. Hoch, runter, links, rechts. Was machen wir? Slow Speed, jo. Stimmen die Einstellungen? Na klar, machen wir so. Was haben wir da? Wir haben Frogger, liebe Freunde. Ein Klassiker. Irgendwie total lustig, total niedlich. Schöne Musik. Und wir starten einfach mal das Spiel, wenn wir F1 drücken. Das Ganze hier müssen wir mit der Tastatur spielen. Das ist ein bisschen sehr untypisch für ein C64-Game. Klingt so ein bisschen nach ABBA. So, Ziel ist es natürlich, von dem einen Ende zum anderen Ende zu kommen. Jupp, möglichst nicht überfahren zu werden oder ins Wasser zu fallen. Oh, das ist... Oha. Nein! Also, genau das passiert, wenn man ertrinkt und genau das passiert, wenn man von einem Auto erwischt wird. Ja. So. Da, 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 da. Supi. Okay. Sind wir mal der USA solidarisch natürlich gegenüber... Hübscher Soundtrack, muss ich sagen. Finde das Spiel auch gerade mal total niedlich. Da zeigt der C64 mal wieder, was er kann, was den guten Sid angeht. Diesen grandiosen Soundchip, den er verbaut hat. Oh 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 oh. Jascha. Da hinten noch. Cool. Zack. Zack, zack. Komm. Nein! Das war knapp. Eine andere Mucke. Ein extra Leben. Grandios. Haha. Weiter kann es gehen. Der Soundtrack ist famos. Ich habe einen Kloß im Hals. Nein. Krokus. Ach du Scheiße. Da sollten wir wahrscheinlich nicht rein. Ist schon so ein bisschen merkwürdig. Hier so ohne Joystick, ohne Joypad zu zocken. Aber irgendwie cool. Erinnert so ein bisschen auch an die damalige PC-Zeit. Da hat man ja fast alles mit der Tastatur gespielt. Ja, tatsächlich. Also Tastatur und Maus, na klar. Da gab es noch nicht so richtig. Da gab es doch schon coole Controller. Für den PC, aber eben noch nicht so coole wie heute. Mein Favorit übrigens immer noch der Xbox 360 Controller für PC. Da aber dann die. Oh, das war nix. Da aber dann hier, wenn man jetzt fest am Platz sitzt, doch die Kabelversion. So, was machen diese Kröten eigentlich? Boah, das ist aber schon fies, oder? Gut, jetzt ganz nach links. Boah, ich glaube, das werde ich öfter mal zocken. Das ist geil. Ich glaube, das habe ich als Kind auch immer sehr gerne gespielt, Frogger. Ja. Habe ich meinen Cousin immer genervt. Wollen wir Frogger spielen? Ach, der gute Chris. Das schaffen wir aber jetzt. Komm. Ja, wunderbar. Oh nein. Wird das unser erstes Game Over? Es wird unser erstes Game Over. Gut, komm, noch eine Runde. Wo es so schön war. So. Drücke ich mir jetzt hier einen Wolf mit der F1-Taste? Nee. Reagiert nicht ganz so schnell. Das ist so ein Kinderlied, oder? Da, da, da. Oh. Zip. Oh Mann. Jeder Star Trek-Shooter ist nichts dagegen. Star Wars, sorry.
Nein! Knapp daneben ist auch vorbei. Oh nee, wa? Zip. Ah. Yankee Doodle ist es doch. Genau, Yankee Doodle. Wenn wir diese Fliege da kriegen, diese fette, wunderbare Fliege, kriegen wir bestimmt auch einen Bonus. Boah, der war gut. Ja, ich hoffe, bisher seid, gefällt euch mein C64 Advent Special. Weil, sagen wir einfach mal, das sind einfach Games. Ja, es lohnt sich, diese einfach mal zu zeigen. Boah. Habt ihr gesehen, da war ein Kroko. Alter, weiter. Und da ist Wasser. Frogger. Ja. Ich sag auch mal, Frogger gab's ja. Gibt's ja für so viele verschiedene Systeme. Das glaubt man gar nicht. Das. Na, ich wusste, das geht nicht gut. Warum verschwindet dieses scheiß Kroko da nicht? Ach. Sachen gibt's, liebe Freunde. Sachen gibt's. Ich meine, richtig coole Games, ja. Zelda, Mario etc. sind schon geil, ja. Keine Frage, machen richtig Fun. Aber schaut mal, dieses Spiel ist von 1981 erschienen von Sega, ja. Sega, überlegt mal. Sierra und Sega. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich würde sagen, wir legen einfach nochmal eine Runde ein. Wenn das System mal wieder meint, ich dürfte. So. Klassische WASD-Steuerung habe ich mir eingestellt. Einfacher geht's nicht. Weil, ich würde auch die Pfeiltasten nehmen, direkt. Aber der C64 hatte keine Pfeiltasten. Nee. Schaut euch mal das Tastaturlayout eines C64 an. Und ihr werdet erkennen, das Ding hat keine Pfeiltasten. Wenn man überlegt, wenn man damals schon die Masse an Tasten gehabt hätte, wie man sie heute auf einer modernen PC-Tastatur hat, boah. Obwohl nix war schöner als damals auf dem C64 zu programmieren, ja, so ein schön basic. War schon funny, hab ich noch einen guten Kumpel gehabt. Gute Freunde gehabt. Vor allem der gute Peabody. Mit dem habe ich auch so das ein oder andere Game programmiert. Gut, verdienen. Daran haben wir gar nicht gedacht, weil, hey, wir waren kleine Kinder. Halbstarke. Ich hoffe, jetzt kommt hier gleich mal so ein. Uah. Ja, das ist mal wieder perfekt gelaufen. Wir haben noch 4 Leben, Mann. Kann ja nur gut werden, oder? Yankee Doodle ist so schön, schöne Mucke, das doch ist. Yankee Doodle mag ich sehr, ja, das ist wunderbar. Fette Fliege. Boah, da ist ein Rennwagen. Mhm. Kaum schneller als ein LKW. So, jetzt aber, komm. Ah, ich hoffe, das Ding geht nicht runter. Boah, wir haben so viel Leben. Naja, dann haben wir auch viel, viel Zeit zum Zocken. Was kann ich euch noch erzählen? Handelsspiele. Die haben wir programmiert. Irgendwie so wirklich so Joystick-Routine. Das haben wir nicht erst später hinbekommen, aber dann hat Marbede dann auch keine Lust mehr. Ach, shit. Dann kam der Amiga. Ganz klar. Dann hatte ich es da nochmal probiert, aber... Nah. Zocken war wichtiger. Klar. Hallo? Zocken muss sein. Ohne Zocken gäbe es grandiose Let's Plays nicht auf YouTube. Meine zum Beispiel. Naja. Nun wollen wir mal nicht allzu sehr abschweifen. Schaut mal, andere zocken Mario Kart, um über dies und jenes zu quatschen. Ich zocke Frogger. Sag mal. Na komm.
echt Nostalgiker, ja. Ich finde die alten Games einfach hammergeil. So, jetzt werden wir aber mal hier schauen, dass wir hier mal einen Blumentopf gewinnen. Nicht, dass wir noch ein paar hundert extra Leben kriegen und noch die nächste drei, die nächsten drei Stunden hier Yankee Doodle hören müssen. Oh, hier geht's ja ab. Nee, das war keine gute Idee. Ich muss ja hier rüber, hier hoch. Zack. Warum ist das Kroko da? Jetzt ist Kroko weg. Haha. Das Krokodil ist weg, 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 weg. Oh, extra Leben. Oh, schon vergeudet. Ach, hey. Jetzt kommt Yankee Doodle. Ja. Yankee Doodle, 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 Doodle. Schlangen auf den... Oh, oh. Fast hätte ich etwas Unanständiges gesagt. Wie kann ich denn nur? Das ist ein jungfreier Kanal. Naja. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich rede mal wieder jede Menge Scheiße. Ist in Ordnung. Dafür bin ich da. Da muss ich ja irgendwann mal die Seele vom Leibe reden. Boah. Super. Alles klar. Ich würde auch sagen, bevor wir jetzt hier nochmal einen Run starten. Nee, würde ich mal sagen, wir haben genug gesehen. Na, Frogger ist schon ganz cool. Ich finde diese Version hier auf dem C64 sehr amüsant und macht auch richtig viel Spaß. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und würde mir auf jeden Fall gefallen. Ein bisschen oft das Wort gefallen gesagt gerade. Ach, ich bin der Pfeife. Ja, wie gesagt. Sollte es euch gefallen haben, Daumen hoch, ja, und falls noch nicht, lasst mir ein Abo da. Ich gebe mir größte Mühe, für euch das Bestmögliche zu erreichen und zu bringen, zu zeigen, vor allem auch, steckt jede Menge Arbeit hinter, glaubt mal, nicht ganz so einfach immer. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr wieder reinschaut, wenn es das nächste Türchen gibt, na? Weihnachten kommt immer näher, bis dann, ciao!